Servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, ich habe die letzte Folge beendet, dann bin ich noch ein bisschen Holz holen gegangen und habe noch ein bisschen Stein gemacht. Nicht viel, wurde ja dann auch schon Nacht. Aber ich habe mal über Nacht wieder eine Moore-Tür gemacht, die wir wieder hier einsetzen. Für die nächsten Bäder soll es ja auch nicht zu einfach werden. So. Plan war, hab's gehört, gerade ein Airdrop. Ich denke mal, der Jedi kommt auch gleich. Plan war, Hafen looten. Die Richtung Schüsseln ist das. Na, wir gehen zum Hafen. Komm. Schwein nehmen wir mit. Ein bisschen Holz müssen wir auch noch machen, damit wir noch ein Lagerfeuer machen können. Oder eins nutzen können, was da hinten ist. Da stehen noch Fässer, die nehmen wir natürlich mit. Reichen. Ist auch schon ein Raid-Leiter dran, oder was? Naja, gut. Nein. Komm raus. Ich weiß auch nicht, ob einer da ist. 96% Wett. Jetzt haben wir nicht mehr genug Holz für ein Lagerfeuer. Es geht schon wieder los hier, ne? Also im Hafen haben wir es auch. Der hat nur einen Raid Tower gebaut, oder was? Trocken werden. Na, ja, wie gesagt, das Ding könnte man auch raiden hier. Also wie ihr seht, wir haben hier noch ein paar Ziele. Zur Not können wir ja auch einfach mal die Welt ein bisschen weiter erkunden. Müssen mal schauen. Ja, ich habe nur Holzrüstung an extra. Ob die ganz so kalt ist. Seile. Gut, Waffenteile gibt es hier nicht. Wissen wir ja. Aber gut, gibt ja normalen Loot. Vielleicht gehen wir gleich nochmal Richtung Kraftwerk. Ich muss mal schauen. Das ist Sheet Metal.
Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Sheet Metal ist. Damit kann man auch die neue Rüstung bauen. Und da war noch irgendwas, was man damit bauen konnte. Zurück. Ja, es geht wieder kurz Wasser, kurz die Kiste, schnell raus, da hinten hinrennen zum Lagerfeuer. Und da kommt der Heli. So eine Scheiße, ey. Jetzt sind wir ja ganz gefickt. Minus 36 Grad, ja, super. Ich hab's mir gedacht, dass der Heli kommt. So müssen wir uns beeilen, dass wir da hinten zum Lagerfeuer kommen. Ja, geh! Zur Sicherheit. Drecksheli, echt. Bekloppteste Erfindung im ganzen Spiel hier. Ja, hier stehen schon überall Lagerfeuer. Zack. Da bist du, ne? Schön. Guck mal, das ist die Brücke. Da hinten ist nämlich diese Base von diesen Kackern, die mich gestern alle gemacht haben. Also ich gehe stark davon aus, dass die das waren, wo ich so Holzfarm war. Komm, hau ab jetzt hier. Brauchst du nicht noch stundenlang rumfliegen, ey. Wir warten, bis wir 80 haben. So, ist er jetzt weit genug weg oder kommt er gleich wieder? Sollst du das nicht da reinpacken oder das anziehen, Junge?
Keine Fässer, ne? Naja, war ja dann auch eine Mauerausbeute, ja. Schredder wäre schön, ja. Sonst hast du Nähzeug gefunden. Ohne Ende. Jetzt suchst du es vergeblich. Sheet metal. Rohre. Rohre sind immer gut. Knochen braucht kein Mensch. Oh ja. Sind auch nicht aktiv. Muss auch nicht gewählt oder was? Versteht das alles nicht. Vielleicht haben sie gedacht, bei mir ist mehr zu holen. Weil aktiv oder was? Ich weiß nicht. Kann euch die Logik nicht erklären. Gut zu wissen, die scheinen also auch nicht aktiv zu sein, denn höchstens die Kleine da hinten und da hinten noch in die Gruppe. Da hinten war ja noch diese Dreiergruppe, wo wir die eine Base gewertet hatten. Schade, alles Essenskisten hier. So, jetzt mal ernsthaft, ne? Nicht ein Sewing Kit, also Nähzeug. So nicht deren Ernst oder was? Hauptsache 5 Milliarden Seile. Ja gut, wie gesagt, einmal Rüstung haben wir. Immer hier die Ecke ist leck. Das kann eigentlich nur an den Höhlen liegen. Vielleicht sollten wir da echt mal gucken, ey. Vielleicht ist da echt eine Basis drin.
Boah, wir müssen echt fertig bauen. Dann nochmal eine Mauer, dass wir hier mal alte Ölraffinerie bauen können. Junge, ja, ich werde es kurz hochbringen müssen. Zu wenig Platz hier. Ja, wie ihr seht, alle Türen mehr drin. Und Metallfragmente brennen auch noch. Und ich glaube, wir haben auch noch 2000 gehabt. Also alles wieder. Ja, seht, alles wieder im Lot. Und wir müssen endlich den nächsten Stock bauen. Weil einfach kein Platz mehr in den Kisten ist. Ich würde es jetzt gar nicht erst wieder in den ersten Stock packen. Tja. Nur noch hier Platz. Packen wir es also erstmal hier rein. Zack. Sagen. Guck mal eben, was die Zeit sagt. Zehn Minuten. Ja, machen wir einen kürzeren Teil. Okay, Leute, ich bedanke mich. Wie immer, lasst mir eure Meinung da, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Ciao.